Das sind die lieben kleinen Cocker Spaniel in ihrem Welpenauslauf. Und man sieht, die haben da schon richtig Spaß. Im Hintergrund ist jetzt der schwarz-weiße Rüde und links schlafend ist der Blauschimmelrüde. Und die Schwarzen spülen sie mit der leeren Futterschüssel und die anderen dann ein bisschen schlafen. Für Welpen ist es ganz normal, dass sie noch viel schlafen und vor allem in der Sonne, wenn es warm ist, dann werden sie halt auch recht schnell einmal erschöpft. Sie sind da vorhin gefüttert worden, aber das meiste haben sie schon weggeschnappt. Und jetzt sind sie schon in dem Alter, wo sie total selbstständig fressen können. Das ist natürlich klasse, weil jetzt ist die Mutterhündin schon entlastet und jetzt lernen die Kleinen von der Mama nur mehr die Sprache der Hunde, wie man sie eben richtig verhält und was Knurren bedeutet und wie man sein Spielzeug verteidigt und wie man halt auch nett miteinander umgeht. Das müssen Hunde wichtig und dringend lernen von den großen Hunden und vom Rudel, sonst lernen sie es ja ein ganzes Leben lang nicht. In der Hundekindheit ist auch ganz wichtig, dass man eine Welpenschule besucht, dass Hunde andere Hunderassen kennenlernen, weil das Lesen der Gesichter von anderen Hunden und das Verstehen von anderen Hunden, das können sie nur in der Welpenzeit lernen. Deswegen ist eine Welpenschule so wichtig. Natürlich geht man nicht unbedingt in eine Gruppe mit Chihuahua und Bernhardiner gemischt, sondern die Welpengruppe sollte immer von ähnlichen Hunderassen in gleicher Größe sei, damit eben die größeren Hunde die kleinen nicht verletzen oder unterdrücken oder einfach zu wild spielen, weil es sollte ja für alle Beteiligten lustig sein. Man macht bei Welpen so verschiedene Spielsachen, da zum Beispiel so ein aufgehängter Ball und drinnen sind auch Seile und Quietschpupperl und so diverse Dinge, damit der Hund verschiedenen Reizen ausgesetzt ist. Und wie der eine schwarfet da bei der Futterschüssel, da könnt ihr schon sehen, Spaniel dann ganz gern essen. Und der Wurf ist ja recht witzig, weil es lauter Buben sind, nur ein einziges Mädel ist dabei. Ja, das sind oft die Launen der Natur. Manchmal sind es nur Rüden, manchmal sind es nur Hündin, meistens sind es so halb-halb, aber der Wurf ist halt ein bisschen anders. Aber sie sind alle wunderschön und die bunten sind natürlich toll gezeichnet. Und die schwarzen werden auch mal ganz besondere Schönheiten, weil das Schwarz wird ganz intensiv lackschwarz glänzend und das gefällt natürlich dann jedermann. Da ist jetzt der Papa durchs Bild marschiert. Beim letzten Video habe ich ja die großen Hunde von diesem Züchter schon gezeigt. Das sind drei äußerst freundliche Cocker Spaniel.